Servus und hallo. Vielleicht seid ihr auch gerade auf der Suche nach dem richtigen Kocher für den möglicherweise bevorstehenden Blackout oder fürs Camping oder einfach so zum Rausgehen. Ein Notkocher kann nie schaden, wenn man zu Hause hat. Es gibt sehr viele Systeme und ich möchte in dem Video heute euch verschiedene Systeme zeigen, verschiedene Brennsysteme, die Vor- und Nachteile. Ich habe mich riesig auf das Video gefreut, das zu machen. Wenn ihr Lust habt, dann bleibt es einfach dran. Ich zeige euch wirklich nur die Kocher, die ich für gut halte und auch selber getestet habe. Fangen wir doch einfach mal mit dem bewährten System, einem ganz normalen Camping-Gaskocher. Und wahrscheinlich kennt ihr auch diesen Kocher und habt ihn jetzt ganz oft im Internet auch gesehen. Und ich habe den fürs Autocamping, also für mein ja, Autocamping-Prepper-Fahrzeug, habe ich den bei mir standardmäßig im Kofferraum drin. Und dieser wird betrieben mit diesen Gaskartuschen hier. Oh, die ist schon relativ leer, merke ich gerade. Aber egal, die wird da eingesetzt. Und das Witzige ist, dass bei der Notheizung ist genau dasselbe Gassystem verbaut. Das heißt, also da habt ihr dann, wenn ihr die Gaskartuschen schon habt, keine Schwierigkeiten. Das System ist sehr, sehr primitiv. Es ist einfach hier eine Gaszuleitung. Da oben ist der Brenner drin. Den kann man jetzt hier auch nicht abnehmen in dem Fall. Sieht vorne so aus. Also man legt die Gaskartusche hier ein. Man muss da aufpassen, dass man die nicht verhakelt. Ach so, ja. Und dann sichert man die Kartusche, einfach die Gaskartusche. Man sieht das hier vielleicht, wenn ich das nach vorne, dann geht die hier mit dem Stift. Also die Kartusche hat hier eben diesen Stift. So, ist eingehakt. Jetzt fließt Gas und kann freigegeben werden. So. Und schon brennt das Ding. Ich zeige es nochmal eben, ich drehe es nochmal um. Man dreht hier auf und dann geht die PZ-Zündung an. Und das Dingens brennt. Und deswegen habe ich den auch für mich persönlich fürs Auto gewählt, weil ich finde das System sehr komfortabel, muss ich sagen. Aber es hat natürlich auch seinen Nachteil. Die Gaskartusche liegt, also wird auch nicht immer ganz leer. Stehen wäre besser in dem Fall. Ja, und der andere Nachteil ist eben, soweit ich weiß, ich bin mir nicht sicher, wir haben schon öfters mal darüber diskutiert mit anderen, es gibt kein Wintergas. Also das heißt, dieser Kocher ist für den Frühling, Sommer und frühen Herbst optimal geeignet. Ja, oder im Camper halt, wenn es sowieso ein bisschen wärmer ist. Für zu Hause ist er auch geeignet als Notkocher. Das Schöne ist da, das ist so das altbekannte Bild. Vom Kochen her, man kann auch normale Töpfe draufstellen oder ich zeige es euch mal gerade eben. Es gibt von einer Firma dieses Kochsystem, Quatsch, nicht Kochsystem, sondern Kochtopfsystem. Das ist unten sehr stabil, das Aluminium elixiert, also beschichtet mit Deckel und Zeugs. Und das ist sehr hochwertig, das habe ich mir jetzt gegönnt für meinen Camper. Und da könnt ihr eigentlich ganz normal kochen. Es ist natürlich auch so, dass, das kannst du auch für einen normalen Herd benutzen, es ist natürlich so, dass das einen kleinen Ticken länger dauert, weil der Boden ja relativ dick ist. Nur nebenbei erwähnt. Also ich finde, das ist ein hervorragendes Set. Und leider habe ich es noch nicht wirklich ausprobiert in der Praxis, weil ich lange jetzt nicht rauskomme. Und wenn man das Ganze ein bisschen schneller haben will, also für so einen Gaskocher, fürs Wasser und so habe ich so ein kleines Kännchen. Erstens mal mag ich das ganz gern. Und zweitens geht es relativ fix damit, weil der Boden ist ganz dünn gehalten. Genau. Also wenn man so einen Gaskocher benutzt, was wollte ich noch sagen? Ja, also wenn windig ist, da hat man schon so seine Probleme. Da muss man sich auf jeden Fall einen Windschutz drumherum bauen, wenn man draußen ist. Für zu Hause, für den Blackout, ist das meiner Meinung nach ein sehr guter Kocher, der zu einem vernünftigen Preis hergeht. Und das Schöne ist, natürlich, ich mag das einfach, das Anzünden. Er gibt auch eine gute Wärme ab und es gibt auch einen Aufsatz dafür als Notheizung. Ich blende es mal jetzt ein. Und es gibt einen Aufsatz als für einen Toast. Also man kann damit Toast machen noch. Oder Croissants, so wie ich es gemacht habe, wenn ich draußen war. Wie auch immer, ich finde, dass das eine ganz hervorragende Lösung ist.
als Notkocher für zu Hause, für Blackout. Und ja, man kann ja auch zwei, drei nebeneinander stellen für mehrere Leute und größere Töpfe natürlich auch verwenden. Das ist das Schöne dabei. Ja, also apropos größerer Topf. Bei dem Set jetzt hier, wo ich erwähnt habe, da ist dann noch so eine kleine Pfanne dabei und ein größerer Kochtopf. Da passt dann auch der Deckel richtig drauf. So sieht das aus. Genau, und das macht bei dem System ja auf jeden Fall Sinn. Der Nachteil bei dem Kocher ist, wie gesagt, er hat jetzt nicht ganz so viel Power draußen. Ja, na, es gibt Besseres von der Energie, wenn man da ein bisschen sparen will. Da gibt es dann schon andere, dann kommen wir jetzt gleich dazu. Ganz kurz noch, es gibt da eine Kleinigkeit, wenn man die Kartusche falsch einsetzt. Dann kann es passieren, dass das Gas neben austritt. Kann passieren, ist mir noch nicht passiert. Und wenn man den dann zündet, dann wäre es möglich, dass die, ja, also dass es eine größere Verpuffung gibt. Explodieren weiß ich nicht, kann ich nicht bestätigen. Aber da muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man die da richtig sorgfältig und gerade einlegt, dass da nichts passieren kann. Dann auch auf jeden Fall ein Favorit, den ich empfehlen kann. Ist nicht nur für den Blackout zum Notkochen für daheim und Wasser heiß machen, sondern auch fürs Camping oder gerade zum Rausgehen. Weil das Packmaß ist ganz gut, das ist in der kleinen Box, also das ganze Ding geht hier in die kleine Box rein. Und von dem her absolut akzeptabel vom Gewicht. Der hat eine Piezo-Zündung mit eingebaut. Zack, schon brennt das Ding. Hat eine ordentliche Power. Ja, und kann man hier mit dem Gas wirklich bis zu einer ganz kleinen Flamme wunderbar justieren. Also ich finde den wirklich hervorragend, den Kocher. Den habe ich bei mir im Notset, also im Auto, immer dabei als Backup-Kocher. Und der macht schon was her, also der hat schon Power. Da passen natürlich auch gängige Töpfe drauf, Pfannen und so weiter. Ja. Also dieses System hier, das passt auf jeden Fall hervorragend. Mir gefällt halt gut, dass der eben die Piezo-Zündung hat. Also, und ja, genau. Der Nachteil ist, wenn man draußen ist, da braucht man schon ein bisschen einen Windschutz. Da gibt es ja für wenig Geld. Ich habe jetzt einen extrem großen, weil ich habe den für den blauen Campinggaskocher mir besorgt. Also einen Windschutz draußen außenrum bauen. Dann kann dann auch nichts passieren. Die gibt es auch in der Hälfte von der Höhe. Muss jetzt nicht so hoch sein. Wie gesagt, ich habe den so gebraucht und deswegen auch gekauft, aber den gibt es auch in der halbhohen Version. Dann ist der natürlich perfekt für den Kocher hier geeignet. Also da kann man nicht meckern. Und wie gesagt, das Packmaß ist auch super. Sollte man auf jeden Fall zu Hause haben. Hervorragendes Kochsystem. So, nochmal ganz kurz gezeigt. So klein ist das System. Kann man dann hier in diese Box reintun. Deckel drauf und weg ist er. Und das Tolle ist, für diesen Kocher gibt es eben auch das Wintergas. Das heißt, auch bei Kälte funktioniert der draußen mit Sicherheit. Und er ist sehr günstig von der Anschaffung her. Ich glaube, ich habe den verlinkt bei mir unten. Schaut mal in die Infobox rein. Ja, ist auf jeden Fall zu empfehlen, dieser Kocher hier. Ja, ist jetzt eigentlich schon eine andere Kategorie, und zwar die Kategorie Spiritusbrenner. Der erste und sehr bekannte, oder das erste und sehr bekannte Kochsystem ist tatsächlich das von Drangia. Das ist die UL-Version hier. Ich habe den schwarz lackiert. Normalerweise ist der so silbrig. Ist halt Aluminium, das Ganze hier. Und ich habe das Komplettset. Das fängt schon mal so an, dass man eben hier, also ich habe, da ist, als Deckel ist eine Bratpfanne dort. Dann gibt es dazu noch so ein, ja, Schneidebrettchen und Siebdeckel. Und da habe ich dann immer schon mein so ein Mikrofasertuch drin, ein Feuerzeug und die Zange für die Töpfe und Pfanne, die ist da auch schon mit drin. Ja, das ist eben, das Tolle ist bei dem Set, es ist eben ein wirklich komplettes Set. Dann haben wir sogar ein kleines Wasserkochset. Dann sind noch zwei Töpfe dabei, elixiert aus Aluminium. So, ja, und was eben so toll ist an der ganzen Geschichte, das ist sehr effektiv von der Brennleistung mit Spiritus, weil du hier ein geschlossenes System hast und dadurch den perfekten Ringsrumschutz, also für Wind
und Wetter hast. Für zu Hause finde ich den auch hervorragend als Notkocher. Zumal, das möchte ich euch gleich zeigen. So sieht also der Spiritusbrenner selber aus, der Drangier. Und ich habe schon die Winterkralle dran unten. Das ist so ein kleiner Zubehör, denn wenn Spiritus kalt wird, dann brennt der nicht mehr gleich. Das heißt, diese Winterkralle, da kommt ein bisschen Spiritus drauf. Dann setzt man den so drauf und dann wird der vorgewärmt, sozusagen. Ja, und dann brennt er eben einfach schneller und besser. So, jetzt muss ich nochmal gerade schauen. Kommt da rein. Der ist schon befüllt. So. Wenn man sieht, es brennt relativ fix, dann kommt das Dingens hier drauf, da der Windschutz. Und dann kann man dann auch schon mit den Töpfen da anfangen zu kochen. Das ist alles kein Hexenwerk in dem Fall. Das kleine Dingens dafür, fürs Wasser kann man da auch draufsetzen. Wie gesagt, das ist die kleine Version. Die gibt es auch noch mal größer und zum Löschen. Einfach den Deckel hier draufschmeißen und dann ist das Ganze aus. Spiritus ist natürlich ein bisschen gefährlicher als wie jetzt Gas vom Handling her, also verschütten und so weiter. Puh, man müsste schon echt aufpassen. Zu dem Deckel möchte ich noch was sagen. Da kann man hier ein bisschen die Brennleistung beeinflussen. Das heißt, wenn man den drauf macht, dann werden die Jets hier zugedeckt und dann kommt nur die eigene Flamme. Das ist ganz gut, wenn man was länger köcheln lassen möchte. Dann kann man das damit sehr gut justieren. Habe ich selber oft genug gemacht. So ist das Ganze. Und das Ding, das ist wirklich, ja, also bei Wind und Wetter macht der, was er soll. Das ist toll. Kann ich nur sehr empfehlen. Auch fürs Autocamping habe ich den eine Weile mitgenommen. Auch wieder vor allen Dingen, weil ich eben mir aussuchen kann, ob ich jetzt Spiritus nehme oder Gas. Und das finde ich bei dem auch ganz klasse, weil man ist nicht wirklich auf das Spiritus hier angewiesen, sondern kann auch Gas verwenden. Also lieber mal den Deckel zu. Die Winterkralle ein bisschen störrisch. Okay, das hätte ich wissen müssen. Habe ich aber noch nie ausprobiert. Macht aber nichts. Ist ja nichts kaputt. Wer den wirklich noch nicht kennt, also für den absoluten Anfänger, den kann man hier befüllt auch transportieren. Da läuft nichts aus in der Regel. Außer man macht den Gummi kaputt, aber die gibt es ganz günstig zum Nachkaufen. Ist überhaupt kein Problem. So, ja, Thema mit Gas, auch kein Thema oder kein Problem in dem Fall. Wird hier durchgeführt. Ich hoffe, man hört den Lederstuhl hier nicht so knautschen im Video. Beim Bewegen, das nervt mich direkt ein bisschen. Ja. So, schon kommt das Gas hier. Geht ab wie Schmidts Katze, kann man hier auch wunderbar justieren, wie bei dem vorher gezeigten Brenner. Und somit hat man da wirklich ein ganz tolles Notkochsystem. Also ich würde ihn, wenn man sich die Anschaffungskosten antun möchte, auf jeden Fall für ein Blackout empfehlen. Denn wie gesagt, das ist ein komplettes Set und dann kann man den auch zusammenpacken und eben auch mal schnell mitnehmen. Hier oben ist noch so ein Bügel da, das heißt, das wird das Gas ein bisschen vorgeheizt, ja, und geht halt dann einfach besser. Genau, ich habe keinen Unterschied jetzt, ich weiß nicht, wie das ist, wenn er das nicht drauf wäre, aber ich finde es gut, das System macht, was es soll, ist hervorragend. Ja, wie gesagt, aber für zu Hause würde ich die größere Variante und auch fürs Auto würde ich die größere Variante von dem Drangier-System empfehlen. Ich habe die kleine, weil ich damit eben auch wandern gehe. Und Overnighter mache, also draußen im Wald übernachte, und dann nehme ich das System sehr gerne mit. Und da möchte ich natürlich nicht allzu viel. Das Packmaß ist nicht so wunderbar, von dem her nicht allzu groß muss es dann nicht sein. Genau, schaut es bei mir in die Videobeschreibung, da ist der Link definitiv drin. Auch schön, dass zwei Kochtöpfe dabei sind. Es gibt keine Deckel, aber ja, einfach die Pfanne oben drauf und man hat seinen Deckel. Vielleicht ein bisschen offen lassen, damit es nichts überschäumt. Genau, also auf jeden Fall sehr empfehlenswert, dieses Kochsystem. So, wenn man den Drangier gerade gelöscht hat, dann soll man auf gar keinen Fall den Deckel hier mit dem Gummiring draufschrauben,
weil sonst dieser irgendwann mal kaputt ist durch die Hitze. Der Drang ja selber ist im Set dabei. Dieser Gas-Zubehör-Kocher, der ist nicht dabei. Den muss man separat kaufen, genauso wie diesen Zubehör, das Sieb da, und die Wintergralle ist auch nicht dabei. So sieht's aus. Kommen wir zum nächsten. Auch ein wichtiges System von mir selbst entwickelt, das man nicht außer Acht lassen sollte für Notfall, finde ich, weil ich es selber benutze auch, gerade für draußen. Okay, das ist dann immer noch der Drangier so an sich als Brenner in der Solo-Variante. Und da man ja auf den Drangier so nichts draufstellen kann, habe ich dieses Universalkreuz entwickelt für Töpfe und Tassen. Also da passt jetzt wirklich alles drauf, da braucht man auch keine Angst haben. Es bewegt sich zwar ein bisschen, das hat auch einen Grund, erkläre ich gleich. Aber da hält alles. Und wenn man es zu Hause verwendet, auf jeden Fall nicht vergessen, ja, einen Korkboden drunter zu legen, damit der Tisch nicht kaputt geht. Denn der Drangier wird sehr heiß. Ja, Pfanne geht drauf. Ach, eigentlich jedes System, auch kleine Töpfchen oder Tassen. Nehme ich sehr gerne, wenn ich wirklich ganz wenig zum Wandern mitnehmen möchte, und kann es natürlich auch als Notsystem für zu Hause empfehlen. Warum da ein kleines Spiel drin ist, das ist V2A-Stahl und das dehnt sich ein bisschen aus oder schrumpft zusammen, je nachdem von der Hitze her. Und ich habe da ein kleines Spiel gelassen, damit das wieder leicht zum Rausnehmen ist. Das war mir ganz wichtig. Genau, dieses Kreuz gibt es bei mir auf der Webseite im Shop. Allerdings, ich muss sagen, die sind so schnell weggegangen wieder, dass ich nur noch zwei oder drei im Sortiment habe. Also wenn ihr da eins haben wollt, müsst es relativ schnell sein. Es gibt noch einen anderen Clou, deswegen ist es auch ein Universalkreuz. Man kann es für normale Brennpastendosen verwenden. Also da gibt es unten die Auskerbung, die ist ein bisschen größer. Und auch für den Schweizer Brennpasten gefüllten Notkocher genauso. Und genau dafür habe ich den damals entwickelt, weil ich bin immer mit Brennpaste wegen oder Sicherheitspaste rausgegangen. Ja, weil dann einfach nichts passieren kann, kannst nichts ausschütten. Ja, genau, und so ist das zustande gekommen, das Ganze. Es war jetzt ein bisschen Eigenwerbung, aber ja, wie gesagt, es sollte nicht fehlen. Es geht ja ums Kochsystem für zu Hause, für den Notfall, für den Blackout. Und sowas kann man einfach ganz easy in seine Besteckschublade reinlegen oder an den Wanderrucksack hängen, Fluchtrucksack mit dem Karabiner oder einfach nur reintun. Völlig egal. Das ist so klein. Und daher sollte das nicht fehlen, zumal man ja auch mit tollen, gängigen Kochsystemen arbeiten kann. Bei dem M71 Notfallkocher, da ist tatsächlich auch eine Topfhalterung dabei, aber die wollte ich nicht mehr nehmen. Das war mir ein bisschen zu wackelig. Aber na klar, wenn man dann unterwegs ist und hat so ein Notset, der ist übrigens nicht befüllt. Also diese Brennpastendosen oder M71 kannst du immer nachfüllen mit Brennpaste. Das ist überhaupt kein Thema, habe ich auch immer gemacht. Aber jetzt habe ich so im Prinzip keinen Bedarf mehr. Und ja, was ist jetzt der Vor- und Nachteil? Bei Brennpaste ist halt der Vorteil, dass es einfach sicherer ist, weil nichts auslaufen kann. Aber meine Erfahrung mit Brennpaste, die hat einfach nicht die Leistung. Ich kann jetzt nur davon sprechen, wie es für mich draußen war. Im Winter zum Beispiel dauert alles brutal lang. Einmal habe ich nicht mal geschafft, damit ein paar Bratwürstchen in der dünnen Pfanne hier zu machen. Und ja, also wie gesagt, die Leistung einer Brennpaste ist einfach nicht die gleiche wie jetzt beim Spirituskocher. Das ist eben der Unterschied. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, kann so eine Dose Brennpaste gar nicht schaden, wenn man da vielleicht 5, 6 Stück zu Hause hat, immerhin. Es macht Feuer, das ist auf jeden Fall wichtig, und es kann kochen. Also von dem her auch eine wunderbare Geschichte. Ich selber habe auch immer welche im Vorrat noch, kaufe mir aber keine mehr dazu, weil ich die nicht mehr so benötige. Und man kann auch, das ist ganz witzig, das werde ich vielleicht in einem anderen Video mal zeigen, es gibt auch eine Möglichkeit, daraus eine Notheizung zu basteln. Genau, vielleicht komme ich ja dazu und dann kann ich euch das gerne mal zeigen. Nur ganz nebenbei, es macht wirklich Sinn für Gaskocher und Spirituskocher, wenn man den separat, also einzeln benutzt, so ein Alu-Topfset zu verwenden, was man auch beim Camping nimmt oder eben für unterwegs. Weil, also
Mit einem normalen Topf kommst du da eigentlich nicht so gut vorwärts wie mit den Sachen. Das kocht hier schnell, es klebt nichts an, es ist leicht zu reinigen. Also es ist wirklich empfehlenswert für so Sachen. Also ich würde dann, wenn ich jetzt Spiritus oder eben den anderen Gaskocher, den kleinen nehme, würde ich immer so ein Set empfehlen. Oder nehme ich auch selber her, genau für solche Geschichten. Also das normale Kochgeschirr bleibt auf jeden Fall im Schrank. So, jetzt haben wir ja gesehen Gas, Spiritus und Brennpaste. Und jetzt haben wir noch die Kategorie Hobo. Das sind Holzöfen, die kann man mit kleinen Holzstücken befeuern und damit eben kochen. Das wäre jetzt wirklich die absolute Alternative, dass man damit auf den Balkon geht. Ja, und ein bisschen Feuer reinmacht. Und alternativ dann eben mit sehr günstiger Lösung kocht. Denn Holz kannst du überall aufklauben oder kleine Äste und sonstiges. Und das Schöne ist, sowohl beide Öfen, die ich jetzt hier zeige, sind eigentlich Multi-Use. Das heißt, also dieser hier ist von WTB Outdoor Equipment und kann nicht nur mit kleinem Holz befeuert werden, sondern hat auch die Möglichkeit, den Trangia wieder einzufügen. Also man kann den Trangia-Kocher da reinstellen und ich habe es jetzt gerade nicht da. Das habe ich irgendwie in einer anderen Kisten drin. Da ist noch ein, also hier gehört auch noch ein Kreuz dazu, das ist im Lieferumfang natürlich enthalten. Und da kann man dann die Töpfe eben oben draufstellen und entweder mit Holz nachfeuern oder halt eben gleich mit dem Spirituskocher. Nur für den Spiritus muss man das Ganze dann umdrehen, da wird er da reingestellt, der Trangia. Und es gibt auch von der hauseigenen Firma noch einen eigenen Spirituskocher. Schaut mal auf die Seite vorbei, lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ist auch nicht so allzu teuer und es funktioniert gut, ja, also ich finde es klasse. Ich habe den schon, diese Version eben nicht, der ist neu fast, den habe ich nur mal angeheizt, deswegen ist das auch ein bisschen verfärbt mit dem Spirituskocher, mit dem Trangia. Zum Ausprobieren. Ansonsten habe ich eine andere Version, aber die ist so schwarz und verrußt, die wollte ich euch jetzt hier nicht zeigen, weil ich den doch schon ein paar Mal draußen benutzt habe. Tolles System, nur zum Empfehlen. Tja, und jetzt kommen wir zu den König der Bushboxen. Das ist von Bushcraft Essentials. Ich kann es nie gescheit aussprechen, das ist so für mich ein Zungenbrecher, aber egal, das ist der Titan-Hoboofen von der Firma. Und das ist die größte Variante, die es gerade gibt. Das ist ein Falt-Hobo-System. Also der wird nur einfach gefaltet. Das war's dann. Und wenn man den aufbauen möchte, genau das Gleiche. Kann man nichts falsch machen. Ratzfatz ist das erledigt. Da unten haben wir die Asche-Auffang. Blech ist da. Genau. Und dieser Ofen ist natürlich auch dafür ausgelegt, dass der brutal schnell und gut kocht. Der ist immens effektiv, der Kocher, und meine Hände sind immens schwarz mittlerweile. Ich habe den einfach schon so oft hergenommen und nicht nur als Kocher, sondern auch als Wärmequelle draußen. Ein bisschen Holz rein und schon ist es gemütlich warm, wenn man das Tarp darüber leicht spannt oder einen Reflektor hat oder hinten einen Tarp. Die Wärme fängt sich da und dann ist das wirklich wunderbar warm. Warum zeige ich den hier als Notkocher? Eben wie gesagt, weil man den mit Holz befeuern kann, mit Gas befeuern kann und mit dem Trangia wiederum befeuern kann. Ganz einfache Geschichte. Ich werde das mal jetzt für den Betrieb vorbereiten. Da werden einfach, das sind jetzt die normalen Topfhalterungen, die dabei ist. Die kann hier verschoben werden. Jetzt kann ich es gerade nicht zeigen. Jetzt habe ich den Drang hier weg. Der wird dann hier eingesetzt. Und oben, da habe ich dann einfach Heringe, kann man da nehmen, wenn man dabei hat. Ja, oder auch Nägel oder sonstiges. Ja, wobei Nägel, die werden dann von der Länge zu dick sein. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel. So, hier einfach Heringe und dann kann man seinen Topf da oben drauf stellen.
und den Drangier benutzen. Und jetzt kommt der coole Teil. Jetzt muss ich den Kocher gerade nochmal auspacken. Habt ihr ja vorhin schon gesehen beim Drangier Kochset. Der hier, den kann man auch verwenden beim Hoboofen. Das muss ich nur umbauen. Tut mir leid. Habe ich gerade gesehen, ich muss eine Schiene weiter hoch. So, jetzt wird spannend. Da kann ich nämlich hier, wo man normalerweise das Holz nachlegt, kann ich den Schlauch draußen führen. Und den Brenner direkt dort einklemmen. Ich habe schon ein extra Video bei mir auf dem Kanal, da sieht man das ein bisschen schöner. Da zeige ich das extra. Ja, und schon hat man auch einen Gasbrenner. Fertig ist die Geschichte. Also das ist wirklich die, ja, unter anderem eierlegende Wollmilchsau, weil das tatsächlich mit Holz befeuert werden kann, mit Spiritus und mit dem Gas. Wenn man den dabei hat, so mit dem Set, kannst du eigentlich nichts falsch machen, verlierst nicht, denn Holz findest du überall. So ist es. Also das ist mein Favorit vom universalen Kochen her. So, jetzt habt ihr einige Kocher gesehen. Gibt ja verschiedene Systeme und letztendlich muss jeder für sich selber ein bisschen entscheiden, nach was er denn sucht. Wenn er jetzt denkt, okay, ich bin sowieso nur zu Hause und ja, wenn der Blackout kommt oder der Stromausfall überhaupt generell mal da ist, kann ja auch mal so sein, so nicht mehr gleich der große Blackout sein. Kann ja auch sein, dass für 2-3 Stunden mal der Strom abgestellt wird und man ist eh zu Hause und möchte halt dann einfach Kaffeewasser machen oder was abkochen oder eben sich eine Mahlzeit herrichten. Dann kann ich diesen Kocher definitiv empfehlen. Wer da sagt, okay, also natürlich auch für den Camper, wer dann sagt, er möchte ein bisschen rausgehen auch damit, er möchte nicht 2-3 Geräte anschaffen, 2-3 Kocher und unterwegs sein, aber effektiv kochen, dann empfehle ich den Drangier definitiv. Und wer halt sehr, sehr viel draußen unterwegs ist und als absolute Notvariante dann wirklich einen Hoboofen, damit man eben auch mit Holz befeuern kann, wenn halt alle Stricke reißen, definitiv. Ja, ihr habt es gesehen, ich habe alle Versionen da, mir ist es völlig wurscht. Ich kann da immer ausweichen. Ja, und theoretisch kann man auch im ganzen Notfall einen Grill draußen anzünden. Das ist dann völlig egal eigentlich. Ich glaube, da wird dann keiner meckern, wenn man auf dem Balkon mal einen Grill anzündet. Ist so meine Meinung. Oder Feuerschalen im Garten verwenden und so weiter. Man ist ja eigentlich gar nicht so, man kann auch ein normales Feuer im Garten machen, wenn einem das egal ist, wie die Wiese danach aussieht. Also ich finde, es gibt so viele Möglichkeiten. Man steht bestimmt nicht da und hat gar keine Möglichkeit. Nur mal abgesehen davon. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen und es würde mich interessieren, was ihr denn für ein System zu Hause habt und eure Erfahrungen dazu oder was ihr euch vielleicht anschaffen würdet. Und wenn ihr Fragen habt, dann einfach unten in die Kommentare rein. Wie ich schon gesagt habe, alle Kocher sind verlinkt. Schaut's da rein und wir sehen uns das nächste Mal hier auf meinem Kanal. Schöne Zeit, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Servus, ciao.